So, hallo liebe Abonnenten und die es vielleicht noch werden wollen. Ich möchte euch in diesem Video ganz kurz einfach mal zeigen, wie man die Kontrolle über einen Server übernimmt als Administrator, als temporärer Administrator. Dazu gehen wir einfach jetzt auf einen Server. In dem Fall ist es unserer, oder eher gesagt meiner eben, wo ich eigentlich schon Administrator bin, aber noch nicht als solch einer eingeloggt. Ich möchte jetzt eine Map aussuchen und wenn ich jetzt eine Map aussuche, dann nehme ich jetzt hier irgendwas. Ich nehme jetzt mal das hier. Sag weiter. Und jetzt dort habt ihr diesen Countdown für diese Abstimmzeit. Wenn ihr jetzt die Minustaste drückt auf der Tastatur, also neben dem Punkt auf der deutschen Tastatur, ist es die Minustaste. Und dann Raute, Vote, Admin und dann euer Namen reingibt. LT-Keller. Vote, leer, Admin, LT-Keller. Mache ich jetzt Enter. Und jetzt fliege ich wieder raus, bevor der Countdown weg ist und kann jetzt halt wieder was aussuchen. Ich nehme jetzt halt die gleiche Map, bloß mit Blue vor und sie startet. Jetzt steht auch hier hinten dran Admin. Ich bin nicht der richtige Admin, ich bin nur ein temporärer Admin. Hab aber im Grunde dieselben Möglichkeiten wie der Administrator selber. Ich kann aber jederzeit vom Administrator gekickt werden, wenn der sich anmeldet. Jetzt, wenn ich wieder hier die Minustaste drücke zum Sprechen, eben diesen Chatkanal aufrufe und wieder Raute mache, dann kann ich auch sagen Missions oder Mission. Dann komme ich wieder in die Missionsübersicht und kann nochmal eine andere Map aussuchen. Das mache ich in dem Fall auch. Und jetzt dann haben wir eine andere Map ohne diese Wartezeit und ich kann jederzeit starten. Wenn ich das mache, während andere Spieler mit drauf sind auf dem Server, muss ich ein Voting über mich ergehen lassen. Sprich, die Spieler auf dem Server können bestimmen, was, ob du Admin werden sollst oder nicht. Genau. Da muss man dann natürlich Glück haben oder viele Leute, die für einen stimmen. Dann kann man hier den Server auch mit anderen Leuten administrieren. Davor wäre es vielleicht auch gut, im Chat zu reden oder eben zu schreiben, dass man eben was ändern möchte, dass man den Server neu starten möchte oder. Und dass man eben dafür als Administrator gewählt werden will, weil man weiß, wie es funktioniert. Alle Befehle, die man macht, macht man mit dieser Raute-Taste. Ups, jetzt habe ich ein Minus drin. Raute. Und jetzt könnte ich auch sagen Restart. Ich glaube aber nicht, dass das hier geht. Nein, weil wir kein laufendes Spiel haben. Genau. Das ist im Grunde, sind es einige Befehle. Ich werde mal schauen, was es noch so für Befehle gibt. Die werde ich unten in den Kommentaren noch reinschreiben. Und die könnt ihr dann eben alle eingeben oder verwenden. Ich mache jetzt das hier noch, zeige euch noch den anderen Befehl, dass man sich wieder ausloggt. Das müsste eigentlich Logout sein. Oder auch nicht. Gucken wir mal kurz, was passiert. Aber so könnt ihr eben die Kontrolle über den Server übernehmen, der einfach nur im Erstellen-Modus ist, da wo keiner drauf ist, und könnt euch nach Belieben eine Map aussuchen, könnt die dann neu starten, wenn ihr möchtet. Ihr bleibt auch Administrator, solange ihr euch nicht abmeldet oder ausloggt, wie es ich gerade versucht habe. Und ja, könnt dann eben das Spielgeschehen bestimmen. Sehe ich natürlich nicht mehr, ob ich Admin bin. Ich kann jetzt aber mal hier nochmal Restart eingeben. Das geht nicht, leider. Geht End, geht auch nicht. Okay, aber wenn ich jetzt wieder Missions eingebe, Mission, nein, ich bin kein Administrator mehr anscheinend. Also hat es mit dem Logout funktioniert. Jetzt kann ich wieder sagen, Vote, Admin, LT, Unterstrich Keller. Zack. Und jetzt steht hier auch unten, LT Keller möchte Admin werden. Wenn ich jetzt das bei Spieler schaue, steht es nicht da. Nein. Schade. Nein, aber auf jeden Fall so könnt ihr Administrator werden. Jetzt kann ich mal nochmal Restart. Restart. Ja, geht auch nicht. End.
Aber Missions müsste gehen. Missions. Ja, dann komme ich wieder raus. Ich bin wieder Administrator und ja, das war's. Ich hoffe, das hilft euch, wenn ihr das selber mal machen wollt. Schaut, wie gesagt, in die Kommentare rein. Da schreibe ich euch noch hin, was für Befehle es noch gibt und was sie bewirken. Danke fürs Anschauen. Viel Erfolg beim selber Server administrieren. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer LT Keller.